Hallihallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Tibor. So, ich habe hier ein paar Sachen anzubauen und zwar Preiselbeeren, Wassergarten. Sache. Ja, ich habe sogar einen rohen Frosch, eine rohe Muschel. Baust du auch einen? Nein. Also, wo sind die hergekommen? Na, aus den Algen, die da rumgeschwommen sind, da drüben, die habe ich abgebaut. Und die kann man eben nur, wenn... Das ist ein Zwergenbad. Wenn ein Block Wasser ist und drunter schon wieder Erde. Schau mal, was da beim Wassergarten, was immer das ist, kann ich das auch anbauen? Na, das lässt sich nicht anbauen. Also jetzt haben wir wieder Bärengarten, der Wassergarten. Kriegst du irgendwelche verschiedene Sachen aus oder so. Und dann ist er aufgebaut. Eine rohe Schnecke. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Raum, aber wir brauchen Folgen. Und deshalb müsst ihr da jetzt mit mir durch gemeinsam, zumindest die bei mir zum Sehen. Du bekommst zum Abendessen Schnecken. Ja toll, ich liebe Schnecken. Oh Gott. Ja. So, ich muss gestehen, ich habe es noch nie gekostet, darum sollte man oder darf man das ja eigentlich nicht behaupten. Ich dachte, du hast schon mal welche gegessen. Nein, aber das wird mir nie passieren in meinem Leben. Okay, na, kann man das überhaupt nicht vorstellen? Mal rein mit der Muschel. Nicht meines. Und dem Frosch. Ich weiß nur, dass man es mit Knoblauchbutter isst. Kräuter-Knoblauchbutter ganz stark, aber... Naja. Das ist auch schon alles. Stellen wir es einfach nicht allzu. Lecker vorne. Das ist. Ich denke immer dann an die Nacktschnecken, die so im Garten herum. An die Hauslosen. An die Hauslosen, genau. An die vagabunden Schnecken. Wobei ja unsere Region da eher bekannt ist für die mit Schneckenhaus. Die man aber immer weniger sieht, eben aufgrund der Nacktschnecke. Die verdrängt mittlerweile unsere heimische. Unsere heimische ist die Weinbergschnecke. Ja. Ist also so diese typische Schnecke mit Schnecken, also wie man es kennt, nur also sehr große. Groß. Sehr, sehr groß. Also nicht 3 cm, 4 cm Durchmesser, so ungefähr. Ne? 5 eher, glaube ich sogar. Ja, kann es kriegen. Suche ich weiter solche alten Felder? Die kann man ja angeblich anbauen. So, jetzt haben wir es gleich. Ich habe da jetzt nochmal zwei Lagen runtergenommen. Nach unten. Also nicht nach oben, dass wir nicht zu weit raufkommen. Nach unten. Ich warte durchs Wasser und suche noch immer nach so Algenfeldern. Ich will die anbauen. Ich habe leider nicht viele gefunden. Dafür werden wir aber gleich einen richtigen Bogen da einziehen. Weil wir ja bei der Cobblestone Farm mit Lava und Wasser und so weiter arbeiten. Wow. Dass wir da dann drunter nicht mehr aufmachen müssen. Oh, ich habe einen Kohl und einen Lauch. Und sie doch gleich anpflanzen. Noch. So. Kohl, Lauch. Ich glaube, Lauch hatte ich noch nicht. Blattgarten. Da gibt es auch was her. Das ist sehr cool. So, was gibst du hier? Lauch? Nochmal Lauch? Ja, kommst du da dazu? Ein Salat. Die Wände werden wir dann später mal einziehen, da werden wir warten, bis wir da drüben die Häuser erstellt haben. Irgendwann wird sich dieser Raum da zum Beispiel mit dem Minenhaus oder mit der Schmiede oder so integrieren und wird so eine Art Keller werden. Da weiß ich aber nicht, wie das genau sein sehr wird. Schön. Mit Stiegenabgang und so weiter. Salat. Lauch. Kohl.
glaube, das hatte ich noch nicht. Gleich nochmal darüber schauen. So, die Preiselbeeren 14%. Okay. Wir haben Preiselbeeren, wie lecker. Wir haben gerade vorher diskutiert, Preiselbeeren und Cranberries sind nicht das gleiche. Also die Amis behaupten doch und ich würde sagen nein. Nein. Bei uns die Preiselbeeren, die wachsen ja ziemlich trocken oben im Waldviertel. Ja, oder generell halt in Waldgebieten, wo es eher trocken ist, also nicht sehr sumpfig. Eher steiniger Boden. Meistens mit Schiefergestein und so, weil das ist schön durchlässig. Sehr lecker. Was bist und du? Eher auch Hanglage, eben damit möglichst wenig stehendes Wasser in der Nähe der Pflanze ist. Bei uns ist die Preiselbeere die typische, aber auch relativ klein. Also die hat einen Durchmesser von ein paar Millimeter. Naja, einen halben Zentimeter würde ich sagen. Ne? Ja, sowas. Also so, weiß ich nicht, wenn Sie das kennen, Ribisel oder Johannisbeere oder so, also nicht größer als wie die sind. Die wilden Preiselbeeren sind sehr klein, aber extrem intensiv am Geschmack, Während die Cranberry gar nicht zu vergleichen in Wahrheit. Ja, die hat die Größe von Zentimeter größer. Zentimeter also wie wir drüben waren, größer, ja. Ist eher süßer. Also die unsere Preiselbeeren sind ja eigentlich relativ bitter. Man isst sie bei uns auch nicht süß, also nicht so als Marmelade, sondern eigentlich als Beilage zu paniertem Fleisch. Zum Beispiel typischerweise als Wiener Schnitzel oder so. Oder zu einem gebackenen Camembertbrot. Aber ist eigentlich nichts, was man süß isst bei uns. Ja, stimmt. Eben aufgrund des bitteren Geschmack, also es ist nicht nur leicht säuerlich, sondern auch wirklich sehr bitter eigentlich. Ja. Und die Cranberry, die amerikanische, ist da eigentlich ja ganz anders. Blumenkohl, ist ja Kohlsamen, süßer. Aber es ist auch ein ziemlicher Unterschied zwischen unserer heimischen Heidelbeere und der Blueberry der amerikanischen. Die dürfte aber gezüchtet sein aus der Wilden. Ja, stimmt. Aber ich mag unsere Preiselbeere. Ja. Kohlpflanze, Kohlsamen. Es gibt nichts Besseres zu paniertem Fleisch als wie Preiselbeeren eingelegte. Werden ich so verarbeitet wie Marmelade. Also ist dann auch so von der Konsistenz her so. Aber eben halt bitter. Leicht hier aber süßer, aber sehr wenig. Ja. So. Na dann. Ich habe zwar keine Algen gefunden. Speckstände. Aber ja, irgendwo wird es mir schon wieder unterkommen, das Zeug. So, ich glaube, den Boden haben wir heraus. Ja, jetzt nehmen wir da nur die Kohle mit. Was ist denn da noch? Ihr kennt mich ja, sowas lassen wir nicht über. Als geborener Sammler. Ja, bitte, das stimmt. Nicht alles, was nur etwas wert hat, wird mitgenommen. So, das werde ich einfach da wieder anbauen. Wir haben jetzt drüben selbst schon genug von dem Zeug. So, und jetzt machen wir aber da wieder zu, damit wir keine Löcher haben. So, was gibst du her? Oh, kenne ich glaube ich alles schon. Himbeere, haben wir schon Himbeeren? Ich glaube, damit hätten wir das. Ja, Himbeeren haben wir. Sind oben auf dem Bärenhügel. Ah, okay. Das sind Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren? Ich glaube Heidelbeeren. Okay. Findet man auch schon oben. Gut, dann werden wir jetzt den Stein wegtragen, also was wir da jetzt noch rausgeholt haben. Ah, so schön abendrot. Den Boden mit. Und trotzdem stelle ich wieder um. Und warum mache ich das? Weil ich es kann. Freche Tipper. Ja, ich gebe es zu. Moon?
Ja, was lässt sich hier noch finden? Das sieht auch noch Reis aus. Nein. Oh, ist das schön. Der Sonnenaufgang. Oh, mhm. Oh, herrlich. Darfst du wieder mal ans Tageslicht? Das Weizenfeld, ne? Ja. Wärmt sich der Körper im Sonnenlicht, bevor er wieder in die Mine runter muss. Genau. Roboti. Ja, so gut sagt man so schön. Achso, na plötzlich bist du noch nicht an der Mühle. Ich würde gerade sagen, wenn du die Carpenter-Blöcke baust, könntest du Halbblöcke für mich mitmachen, aber das dauert noch. Da bin ich wahrscheinlich früher so weit. Okay. Voll. Wer hat meine Steinkiste da angefüllt? Ich denke mal, das warst du selbst. Stimmt. Stimmt, gell? Sag ich doch. Oh, es regnet schon wieder. Die da übereinander stehen und füllen die an. So, aber ich trotzdem werde ich jetzt zurücklaufen. Nicht, dass ich mich irgendwo verwurschtelt. Ihr wisst ja, ich habe eine schlimme Orientierung. Gut. So, dann haben wir das Salz, das kommt da rein. Was gibt's noch? Eisenerz und Kohle. Hallo Esel! Ja. Kohle. Falsch. Da rein. So, da sind ein paar schöne Blümchen für meine Blumeninsel. Und das Eisenerz, das schmeißen wir gleich in einen der Öfen. Momentan machen wir das auch noch in unseren Küchenöfen. Ja, es ist ja. Wird sich ändern, wenn es dann die Schmelze und Schmiede gibt. Dann wird das alles da drüben stattfinden. So, und jetzt ist aus mit dem Regen. Pistert schon wieder am Wetter herum. Ja, und warum? Weil ich's kann. Und frecher noch. Ja. Ich gebe es ja zu. So, wir brauchen Kübel. Brauchen wir mal. Wo finde ich die? In einen von den zwei Katastrophenkübeln. Laden, Kisten. Da haben wir zwei. Und Water brauchen wir. Das nehmen wir auch gleich mit. Glasblöcke wären auch noch cool. Auch. Soll ich dir Sand organisieren? Nein, ich kann mir eigentlich da einen Ofen mitnehmen. Ofen haben wir da noch. Da ist einer. Dann nehmen wir da einen Ofen mit. Ich habe 25 Sand. Okay. Sollte reichen. Und ein bisschen so. Kohle nehmen wir auch mit. Und dann holen wir sie da drin. Müsste es nämlich nur einen Steinsack geben, den wir schon mal verarbeitet haben. Im Gründerhaus. Im Gründerhaus, ja. Im Haus der ersten Kolonisten. So. Sehr gut. Ah ja, das Feld. Ja, wird eine schöne Insel. Wo ich das wieder reingestopft habe. Ah ja, da ist er. Ich hätte hier noch einiges in Sand, aber am Strand. Einen kleinen Sandstrand. Ich denke aber, den lassen wir so, oder? Ja, ja. Gut. Nein, nicht abbauen. Also für mich brauchst du keinen Sand abbauen. Okay. Wenn, dann würde ich das von irgendwo weiter wegholen. Ah, okay. Ah, ich hätte aber auch noch. Schaut auch gut aus, der Specksteinziegel. Natürlich auch. Oh, Specksteinziegel ist schön. Ich habe schon gedacht, dass ich den auch verwende für die Mühle. Mit der Quarzitziegel. Was soll ich denn da unten nehmen, wo ich die Farm baue? Quarzitziegel oder Specksteinziegel? Specksteinziegel immer weniger wie ein Quarzit. Und dann nehme ich den Quarzit. Klar. Ich muss das billige nutzen. Ja, das ist ja nur da unten. Passt.
So. Ich sehe das nicht mehr auch mit. Wobei, ich hätte jetzt zwei leere Kübeln. Die können wir da reinschmeißen. Sollten noch ein paar Übungen natürlich, dort weiterzumachen. Ich hole mir jetzt dann ein bisschen farbige Wolle und würde beginnen auszustecken. Achso, was machen wir zuerst? Die Mühle, das Herrenhaus oder das Hafengebäude? Gute Frage. Hm? Na, deine Mühle machen wir. Okay, dann beginne ich die Mühle auszustecken. Die sollte ziemlich hoch werden, gell? Damit die anständig was gleich schaut. Also wenn es auf gleichem Niveau steht mit dem Bauernhaus, sollte es schon deutlich höher sein. Machen wir die nicht oben am Hügel? Ja schon, aber ich sag nur. Also die Höhe und nur mindestens ein Geschoss dazu. Von der Höhe her, ne? So. So meinst du das? Also wenn es auf gleichem Niveau steht, um ein Geschoss mindestens höher. Okay. Und dann das Dach. Ja, wo geht's denn da rauf? Oh, habe ich da jetzt genug mitgenommen? Das ist ja viel zu wenig. Warum habe ich so wenig jetzt mitgenommen? Da wäre ich nicht weit kommen. Gehen Sie drei rein. Oder? So, eine Mühle. Da kann ich das dann wieder alles rausgraben. Ah, aber da hätte ich Komposterde. Das wäre ja schon mal fein. Gut, Mühle, sind die nicht irgendwie sechseckig? Naja, meistens rund. Aber ja, rund aber ist in Minecraft pff. so eine Geschichte. Das ist in Minecraft so eine Geschichte, ja, das stimmt. Runde Eckchen. Da freut man sich ja schon durch die Abschrägung, die es in Carpenters Block gibt. Okay, ich setze sie doch dann weiter nach hinten. Aha. So, und jetzt ist natürlich die Frage, soll ich da noch eine Höhe wegnehmen? Wie, was, wo? Vor dem, das, wo die Mühle hinkommt, eine Schicht Erde. Damit es nicht zu... Ja. Schon, gell? Ja. Würde ich schon, ja, weil dann könntest du den ganzen Hügel ein bisschen überhaupt anflachen, dass er nicht so steil ansteigt, weil der steigt jetzt da jeden Block um einen hoch. Und wenn du da zwei, drei Reihen wegnimmst, könntest du dann so alle zwei, drei Blöcke um einen steigen lassen, dann wird der ganze Hügel ein bisschen flacher. Weil dann kannst du bis zur Mühle rauf in Weizen mitziehen. Ah, das stimmt. So, dann damit die Kiste herstellen, die Arbeitskiste. Sehr wichtig. Das ist wie so Ausläufer auf dem Hügel entlang. Weizen, was er selbst angesamt hat. So. Hier werden wir da auch eine kleine Kiste bauen, denke ich mal. So, natürlich mit. Ich den Großteil von dem Steinziegel brauchen wird. So, rauf da. Ups. So, Holz. Es hilft nichts, ich werde da einfach abgraben. Oder vielleicht doch zwei Schichten. Es ist ziemlich steil. Ja, aber wie gesagt, so zwei, drei kannst du mindestens wegnehmen. Okay.
Ja, das werde ich zwischen den Folgen machen und wir haben schon wieder eine Folge vorbei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schaut's wieder rein und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit unserer Metropole in Live in the Woods. Ciao! Tschüss!